Welt. Im Talmud steht, dass es vor 2000 Jahren begann, als die Römer den zweiten Tempel zerstörten. Was soll das? Max, Sie werden alles verstehen, wenn Sie zuhören. Die Römer zerstörten auch unser Priesteramt, das Kohanim. Und damit hatten sie unser größtes Geheimnis vernichtet. Im Zentrum des Tempels lag das Herz des jüdischen Glaubens, das wir das Allerheiligste nennen. Es war der weltliche Wohnsitz unseres Gottes, des einzigen Gottes. Im Allerheiligsten befand sich die Bundeslade, in der die 10 hölzernen Gesetzestafeln aufbewahrt wurden, die Gott Moses gegeben hatte. Es war nur einem Mann gestattet, das Allerheiligste zu betreten, an einem Tag, dem heiligsten Tag des Jahres, dem Yom Kippur. Am Yom Kippur, dem Versöhnungstag, versammelten sich alle in Jerusalem, um zu sehen, wie der hohe Priester, der Kohen Gadol, sich auf den Weg machte, das Allerheiligste zu betreten. Wenn der hohe Priester reinen Herzens war, tauchte er wenige Augenblicke später auf und uns wurde ein blühendes Jahr verheißen, was bedeutete, dass wir dem Zeitalter des Messias ein Jahr näher gekommen waren. Aber wenn er unrein war, starb er auf der Stelle und das bedeutete, wir waren dem Untergang geweiht. Der hohe Priester hatte im Allerheiligsten ein Ritual zu erfüllen. Er musste nur ein einziges Wort aussprechen. Ja? Dieses Wort war der wahre Name des einzigen Gottes. Und weiter? Dieser wahre Name, der nur den Kohanim bekannt war, war genau 216 Buchstaben lang. Rabbi Kohn. Ich heiße Kohn. Des Tempels lag das Herz des jüdischen Glaubens, das wir das Allerheiligste nennen. Es war der weltliche Wohnsitz unseres Gottes. Die Zahl in meinem Kopf ist der wahre Name Gottes. Ja, sie ist der Schlüssel zum Zeitalter des Messias. Sie kann uns einen Schritt näher zum Garten Eden bringen. Im Talmud steht, als die Römer den Tempel verbrannten, ging der hohe Priester in die Flammen hinein. Er trug den Schlüssel nach oben auf das brennende Gebäude. Der Himmel öffnete sich und empfing den Schlüssel aus des Priesters ausgestreckter Hand. Seit jenem verhängnisvollen Tag suchen wir nach dem Schlüssel. Und Sie haben ihn vielleicht gefunden. Ich habe Gott gesehen. Nein, das ist völlig unmöglich, weil Sie nicht rein sind. Denn nur ein reines Herz kann Gott schauen. Nein, ich habe alles gesehen, Rabbi. Oh nein, Sie haben nur einen flüchtigen Blick erhascht. Es geht um so viel mehr. Wir können den Schlüssel dazu benutzen, die Tür aufzuschließen. Wir können Gott damit endlich zeigen, dass wir... Sie sind unmöglich rein. Wie könnten Sie rein sein? Ich habe die Zahl gefunden. Für wen halten Sie sich? Sie sind nichts weiter als ein Gefäß von unserem Gott. Sie tragen nur etwas in sich, das für uns bestimmt ist. Aber die Zahl wurde mir gegeben. Wenn man sich die kabbalistischen Kreise des Judentums anschaut, im Mainstream-Judentum ist die Lehre vom Messias bekannt. Das Judentum wartet auf seinen Erlöser. Das Christentum hat ihn in der Person Jesu Christi erlebt. Das Judentum wartet noch auf diesen Erlöser.